So, da sind wir wieder. Nach einer, ja, etwas anstrengenden Nacht. Ja, was für eine Panne. Wir haben Aiden wieder. Ein Glück. Wir haben mich wieder. Ich habe meinen Rucksack wieder. Ja, das war Arbeit. Und Nerven aufreibend. Aber jetzt sind wir wieder da. Und jetzt geht die Mission Terrorbird weiter. Hallo, heim. Nicht das Terrorbird. Das ist die Mission. So, wo müssen waren denn die vier, die du vorhin gesehen hattest? Bei 3060 in der Nähe. Ich würde sagen, wir fliegen hier einfach mal so ein bisschen um. Unten sehe ich doch schon was. Ah, ne, das sind. Ja, ich würde ein bisschen ins Nicht-Schneebiom noch reinfliegen. Aber ist bei dir auch gerade so dunkel? Ja, siehst du das hier oben? Wow, da fällt sich wieder ein T-Rex. Siehst du das? Nee, ich bin. Ja, nein, nicht so. Nein. Hier bin ich. Hinter dir. Es ist gerade sehr ekelhaft neblig. Wir könnten vielleicht mal rausfliegen aus dem Biom, weil dann regnet es immerhin nur noch. Wahrscheinlich. Ja, ich würde ja, wie gesagt, außerhalb des Bioms gucken. Weil da haben wir nicht so viele Wölfe. Also mehr oder weniger da, wo ich vorhin gestorben bin. Genau, da waren ja auch drei. Also 3060, ja? Ja. Okay. Genau dort. Und ich habe einen Titanosaurus mal gesehen. Der war auch äußerst schön. Das sind jetzt die Riesendinos mit diesen ganzen Steinen, irgendwas Platten auf dem Rücken komplett. Die sehen ja echt super cool aus, ja. Muss ich mal so sagen. Finde ich hübsch. Fällt mir gut. Ja, es regnet. Bei mir tut's das nicht. Also ich höre es irgendwie auch nur sehen. Ach, jetzt sehe ich es auch. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ich habe es auch nur gehört. Aber jetzt sehe ich es auch nicht. Oh, hier ist genauso neblig. So, also hier würdest du mal gucken wollen. Ja. Genau, hier so in der Nähe. Mal rum. Schauen. Hier sind wir ja auch bei einem Berg. Berggegend. Aber Stamina müsste ich kurz mal. Jo. Hier ist eh recht friedlich gerade. Ja. Und vielleicht hat man dann das Glück, dass hier mal ein Terrorbird irgendwo auftaucht. So, wir können. Wir können? Alles klar. Was fetzt sich hier denn schon wieder? Achso, es sind nur ein paar bis. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Schön. Gegen was kämpfst du? Ich hasse Argentavis. So. Lass dich mal fallen. Vielleicht kommen dann Terrorbirds. Ich bin die ganze Zeit über den Boden geflogen und erledige gerade die Zwerge in Harvest, die noch hinter dir hergeflogen sind, weil du eingeht bin. Die waren da nämlich zu dritt. Noch einer! Was bist du? So, hey, lass mich. So, weiter geht's! Weiter geht's. Nee, wie gesagt, ich schwebe eigentlich schon die ganze Zeit über den Boden immer mal. Ist das hier nicht die Stelle, wo wir den ersten Kano her haben? Ich glaube. Wo wir Senka getamed haben? Ja, ich glaube, das kommt hin, ja. Das war hier nämlich auch irgendwo. Ja. Genau. Terrorbird! Du bist ein Raptor. 2, 3. Zu wenig hinterher. Setzt du dich mit denen rum?
hier dranhängt, ey. Die hängen immer so hässlich, finde ich, dran. Wie so ein Baby, total zusammengeknollt. Was ist hier unten? Sind das nur Dilos und so? Ja. Und Raptoren. Das sind nur Dilos hier unten. Insekten greifen dich an. Ich seh's grad. Level up. Oh, wie viel denn noch? Was ist das? Ja, es waren nur zwei. Das, okay. Ich dachte, das wären drei gewesen. Okay. So, ich muss jetzt schnell kurz auf den Boden. Stamina. Jo. Achtung, da irgendwo ist ein Raptor. Soll er kommen? Da kommt ein Dilo angeschwänzelt. Und tschüss. Hast du mit der Stamina? Ja, ja. So, nö. Ja. Gut. So. Wollen wir dem Para helfen? Wenn du da jetzt drauf haust, ist der Para auch tot. Ich glaube, da kommt ein Insekt. Bleib stehen, bleib stehen. Okay, können wir weiter? Jo, wir können. Ein Insekt fliegt hinter dir her. Ich siehst du auch immer so schlecht, wenn du was hier. Ja. Gut. Hör mal. Terrorbirds. Ich sag's dir, es gab nur drei auf der ganzen Map und die sind jetzt tot. Na bestimmt. Und die waren so hübsch. Moin, Lustro. No. Hallo, du kleine Kackwurst. Irgendwie sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Ja. Wir wollten schon, eigentlich nicht her. Wir sind hinterm schwarzen Strand. Naja, dann wieder umdrehen und wieder Richtung Berg. Und dann wieder auf dem Weg nach oben. Wo bist denn du da? Ach ja. Also wie gesagt, nochmal im Wald einfach absteigen. Da kommen sie bestimmt auf dich wieder drauf gerannt. Hätte sie wohl gern. Was ist da neben dem Skorpion? Noch ein Skorpion. Noch ein Skorpion, okay. Ja. Auf dem Raptoren sind hier. Nee, das will ich alles nicht. Ein Kanu. Nee, ist gerade auch nicht so mein Interessengebiet. Da oben schwebt ein Quetzal. Nee, das ist zu großer Vogel. Nichts kann man hier recht machen. Tja, ich bin eine Frau. Ich glaube, das ist jetzt langsam zu weit oben, oder? Beim Berg. Nicht zwingend. Ich weiß gerade nicht, auf welchem Berg wir hier überhaupt sind. Ah. Wo wir Kristall mal holen? Ja. Nee. Also, wo wir früher mal Kristall geholt haben. Na, genau. Genau. Da irgendwo der schöne T-Rex war. Genau. Dort unten. Fliegen wir mal ein bisschen hier runter. Da tümmelt sich auch ein Haufen Kleinzeug. Diese Säulen immer überall, ey. Ich finde die echt schön. Weiß jemand zufällig, für was die stehen? Oh, Katzen. Wenn ja, kann man das ja vielleicht mal irgendwie drunter schreiben oder so. Was die genau für einen Sinn haben oder ob die nur schön aussehen sollen. Wir könnten uns auch einfach mal die Patchnotes noch genauer zu Gemüte führen. Ich verstehe sowas vielleicht auch drin. Ich glaube, da ist irgendwas hinter mir her. Was jagt mich hier denn? Was bist du? Oh, ein T-Rex, dem fliegen kann ich so direkt in die Schnauze.
Wow. Wo bist du? Vögel kämpfen. Noch ein bisschen zurück, aber ich flieg zu dir. Okay. Bringst du noch ein bisschen Besuch mit? Ja, ich habe ein paar Freunde mitgebracht. Die habe ich gerade unterwegs getroffen, aber ich glaube, die mochten mich nicht so sehr. Level up. Wir hatten kleine Komplikationen. So, mal wieder ein bisschen gesund pflegen. Geht's Aiden nicht gut? Ne, er hat jetzt 100 Leben verloren insgesamt, aus, oder ne, ein bisschen mehr war's, glaube ich. Aber alles in allem. Was ist da vorne? Was? Ach, Didus gegen Säbelzahntiger. Was dann? Dankeschön. So, ich glaube, das bist du da vorne. Ja. Ich glaube, im Schneebiom sind die nicht, oder? Oh, diese scheiß Insekten. Na doch, kann schon sein. Es gibt ja zum Beispiel. Ach, das bist du, okay. Ja. Kannst du mal ganz kurz auf mich aufpassen? Ich glaube, ich muss mal noch ein bisschen die Lautstärke runterdrehen. Ja, ja, mach nur. Also vor allem das hier, so. Dass so Kampfmusik und sowas nicht immer gleich so ganz laut ist. Gut. Also im Schneebiom könnten sie an sich schon vorkommen, weil sie sind ja zum Beispiel da im. Oh je, was ist denn das? Nordosten. Auf diesen Schneeinseln, die da ja so ein bisschen sind. Sind sie ja auch recht weit verbreitet. Da kommt auch immer mal wieder vor. Okay, ich hätte jetzt so Richtung Berge zum Vulkan nochmal geguckt. Weißt Können du? Nun war auch. Wo sind der überhaupt? Ich habe hier null Orientierung da vorne. Ja, ja. Na toll. Hier muss mal kurz landen. Jo, da oben. Ja, so kann man zwei Folgen auch verbringen, ne? Einfach mal. Nur Dinos suchen und nichts finden. Oder dabei sterben. Aber zum Glück bist nur du gestorben. Stell mal vor, ein Dino wäre gestorben. Stimmt. Zum Glück haben wir einen Rucksack wieder gefunden. Weil da war ein Haufen Zeug drin. Tja, Minecraft ist kein gutes Spiel. Ich sehe hier oben aber noch keine Terrorbirds rumdüsen. Die rennen ja immer so cool rum. Musstest du dich schon wieder mit welchen anlegen? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, das ist denen irgendwie schon immer ein bisschen zu viel. Aber der ist schön, gell? So schwarz-rot. Gleich ist er tot. Ja, er wird immer mehr rot. Ja. So. So. Jetzt gucken wir da oben mal noch, weil da düst auch noch irgendwas durch die Gegend. Ich sehe jetzt hier auch noch ein Agentaris. Oh, such doch nicht schon wieder Ärger hier. Meine Güte. Nerviges Vieh. Leckt es gerade bei dir auch so ein bisschen rum? Nö, es geht sogar. Okay. Ich muss aber auch dazu sagen, ich spiele auf verhältnismäßig niedrigen Einstellungen.
weil sonst insgesamt mein PC zu viel wird mit Codieren, mit Netzwerk, Last hier auch noch und alles mögliche, weiß ich nicht. Das kriegt er sonst nicht so ganz auf die Reihe. Okay. Müssen wir ein bisschen weiter runter wegen den Terrorbirds? Eventuell, ich wollte hier immer so auf den Weg gucken, der ja so geschlängelt hoch bzw. runter führt. Ob da irgendwie sich was findet. Aber es sieht nicht so aus, ne? Irgendwie gar nichts, Mensch. Ne, die waren ja eigentlich recht sicher immer hier ein bisschen unterhalb unserer Metallbase, aber seit da halt Schnee ist, scheint es irgendwie nicht mehr so zu sein. Das ist schade. Ja, da waren schon immer recht viele. Das ist immer genau das, was man gerade sucht. Es ist immer so, wenn es bloß ein scheiß Para ist. Wie lange haben wir nach einem männlichen Para gesucht? Das stimmt. Ist zwar schon eine Zeit her, aber... ja. Hat auch ein bisschen gedauert. Weiß ich nicht, aber so Wald könnte schon auch sein, gell? Ja. Haben sie dich auch angegriffen. Im Wald. Pass auf, da vorne kommt gleich Wasser, nicht, dass du aus Versehen ins Wasser fliegst und absteigst. Ich hab's gesehen. Und hier auf der anderen Seite ist dann schon wieder Winter. Winter is coming. Okay, wir können auch die Suche erstmal einstellen. Ja. Dann nehmen wir den Strahl mit und fliegen heim. Welchen Strahl? Den hinten? Den gelben. Okay. Er ist kaputt. Ja, dann nehmen wir nicht mit. Scheiße. Dann fliegen wir halt so heim. Wo sind wir überhaupt? Gleich mal. Ja, oberhalb von dem Wasserfall. Ein bisschen. Wenn du dem Fluss noch folgst, kommen wir zum Wasserfall. Okay. Eigentlich, soweit ich weiß. Hier haben wir auch den einen T-Rex Mounts geholt. Die Eisschollen sind sehr schön. Ja, ja, ich weiß. Dann ist ein Spino, der ein bisschen durch die Gegend spackt. Das ist immer das Wasser mit Piranhas und 1000 Scheiß voll. So, ich hätte wieder Stamina. Was ist denn da gerade tot rumgehüpft? Wo? Du auf der anderen Seite. Das ist, was da im Meer liegt. Ja. Sieht nach einem Bulli aus. Zumindest oh ja, waren, und ein paar Wölfe. Zumindest waren da vorhin zwei Bullis. Ja. So, ab nach Hause. Oh, der Spino guckt dir an, wie er guckt. Er guckt hungrig. Das sind ja auch nur ein Happen für den. Voll gegen Felsen geflogen hier, ey. Gut, dann mach mal lieber doch etwas anderes. Ja. Ist vermutlich sinnvoller. Man braucht echt gar nichts planen. Wo bist denn du? Na, auf dem Weg nach Hause. Siehst du meinen Namen nicht? Nein. Soll ich dir Koordinaten durchgeben? So, ich bin... Hallo? Oh, oh. Bitte nicht? Gut, danke. Ich bin... Wo fliege ich denn hin? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin den Namen. Ich bin den Fluss in die falsche Richtung lang geflogen, glaube ich. Ups. Okay, umdrehen. Ich hab's halt nie so mit der Koordination, glaube ich. So, erstmal nach oben hier, wo da bist du. So, das da hinten ist. Was für ein Strahl? Rot. Oh Gott, man sieht ja nichts hier. Hier ist der Vulkan. Ich glaube, wir müssen. Ja, wir müssen einmal über den Vulkan. Über den Berg. Über den Vulkan? Warte mal, was ist das? Das ist rot. Warte mal. Ich muss da nochmal auf die Map gucken. Nein, wir müssen nicht über den. Warte mal. Ja, jetzt, okay. Einfach immer geradeaus in diese Richtung hier.
Genau in die Richtung, gell? Gut. Ja. Schön, wenn man sich hier wirklich gut auskennt. Oh, ich habe kein Stamina mehr. Wir können ganz schnell landen, wenn es ist. Ja, ich lande hier auch. Vielleicht findet man ja einen Terrorbird auf dem Weg. Das wäre ja was. Warte, ich komme zu dir, um dann zu landen. So. Ja, Hedwig, ist das auch hier zu viel? Ja, lass mal hingucken. Warte, ich mach mit. So. Dann würde ich aber sagen, mach mal auch mal einen Cut an der Stelle, weil das Heimfliegen ist jetzt auch nicht allzu spannend. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ja, hoffentlich munter und gesund und mit allen Dinos beisammen. Ja, das wird schon. Na gut, bis dahin. Alles klar. Haltet die Ohren steif.